Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, heute schauen wir uns zusammen das neue Sascha-Video an, beziehungsweise ist gerade schon ein neues rausgekommen. Das werden wir uns dann morgen ansehen, Leute. Ja, ich bin sehr gespannt. Für alle, die warten, Haus des Geldes, ist entweder schon online oder kommt jede Minute raus. Ich habe es gerade noch im Schnitt und ich weiß nicht, ob es jetzt vor dem Sascha-Video online geht oder danach, nur für alle, die warten. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, schauen wir rein. Bei Pietro ist traurig. Wieso ist er traurig, Leute? Warum? Ich mag es nicht, wenn Pietro traurig ist, weil ich finde Pietro sehr... Ja, attraktiv, sagen wir, wie es ist, Freunde, ne? Pietro ist ein Süßer. Wir schauen rein, Freunde. Ich weiß nicht, was es ist, aber es könnte... Was ist es? Ich weiß es nicht. Was ist es? Sascha gegen Pietro? Da haben sie eigentlich nur bei ein anderes Wort für mitgespielt, oder? Ich glaube schon, Freunde, wir schauen rein. Let's go. Heute ist es wieder soweit. Heute geht es in die zweite Runde von ein anderes Wort für. Ah, heute wieder okay, ich bin gespannt. Pietro und Simon. Selbst zu zweit haben sie keine Chance, sag ich. Für alle Leute, die nicht wissen, wie ein anderes Wort für geht, ein kurzes Beispiel auch nochmal für dich, Pietro. Nico sagt hinter der Kamera ein anderes Wort für kicken. Er hat draufgeschrieben, Fußball spielen. Wir müssen genau das Wort sagen, das ist ganz wichtig. Okay. Ich würde sagen, erster Begriff, let's go. Ein anderes Wort, ihr seid alle schon mal im Flugzeug. Wahrscheinlich ist das Nico, oder? Wahrscheinlich ist das Nico, Leute. Ich würde sagen, erster Begriff, let's go. Ein anderes Wort, ihr seid alle schon mal im Flugzeug gewesen für Economy Class. Business Class! Kennt man. Holzklasse. Holzklasse, ich glaube, Holzklasse. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Pietro ist halt noch nie in der Holzkasse geflogen, ne? Ich bin ich! Ein anderes Wort für Pferd. True! Pony! Ein anderes Wort für Pferd. Mustang! Pferd! Ein anderes Wort für Pferd! Bisschen sauber nie! Pferd? Was sagt man denn zu Pferd? Da gibt's doch diese eine Wort, das hat immer gesagt. Stute! Stute? Stute? Und das ist Schimmel! Die Bauern sagen es! Gaul! Gaul! Wir hören ganz kurz mal die Musik an, die gerade in Pietros Kopf abgeht. Und jetzt in meinem Kopf. Doch, mich komm und nach. Ist ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Kaffee! Red Bull! Anderes Wort für. Jetzt bin ich raus. Energy Drink! Cola! Red Bull, hab ich schon gesagt! Cola! Koffeinhaltiges Cola. Erfrischungsgetränk! Coca-Cola! Moloko, Bruder! Ich finde das hier einfach nur eklig. Simon, ich entschuldige mich jetzt schon bei dir. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich bin selber auf 180 und wenn der nächste Begriff falsch ist, dann lass dich hier aus! Ein anderes Wort für Anziehsache. Klammer aus! Ja! Oh nein, Pietro wird richtig ausrasten jetzt. Ein auch anderes recht. Wort Rickt. Für Anziehsache. Klammer aus! Ja! Ich glaube, das let's get ready to rumble! Oha! Oha! Ein anderes Wort für ein Aufgussgetränk. Man gießt es auf. Tee! Kaffee! Tee! Oh Gott, Pietro hat noch keinen Punkt! Hä? Hä? Gab es in der Geschichte vorhin ein anderes Wort für schon mal, das ist, keine Ahnung, 5:0 stand? Was heute passiert, das wird mir Simon niemals verzeihen. Nie im Leben, Bruder. Anderes Wort für ein Eingabegerät. Tastatur! Pietro. Ey, aber man muss aufpassen, nicht jedes Eingabegerät ist eine Tastatur, aber jede Tastatur ist ein Eingabegerät. You know? Mich nimmt's so an. Anderes Wort für Daddel. Zocken. So, ja, Datteln. Dattel ist für mich ein... Datteln sind so eklig, die sind richtig räudig. Leute, wieder eins in die Kommentare, wenn Datteln eklig sind. Zwei, wenn Datteln geil sind. Datteln sind richtig räudig. Eins, was ihr räudig findet. Räudig. Anderes Wort für triumphieren. Gewinn. Richtige Antwort. Stop. Wie steht's denn jetzt, Alter? 8:0 oder so? Oh mein Gott. Wort für triumphieren. Gewinn. Richtige Antwort. Stopp, Martin. Wenn ich nicht einen Punkt mache, dann ist die Karriere offiziell beendet. Anderes Wort für teilen, Mathematik. Geteilt, mal, Ausrufezeichen. Warte. Hochrechnen. Mal, warte. Plus, Minus, geteilt. Division ist es, oder? Division. Es ist die gute alte Division, Leute. Damals die Mathebücher, ich habe sie ausgefüllt mit einem Kugelschreiber, Alter. Beste, Alter. Ich hatte, by the way, nur eine Klasse lang, ich glaube in der vierten, wo man dann damit gelernt hat, hatte ich einen Füller. Nur da, dann hatte ich nie wieder Füller, immer Kuli. Seitdem immer Kuli. Auch im Matheunterricht. Graphen, Diagramme, Diagraphen gezeichnet mit Kuli. Alles mit Kuli gemacht, Alter. Weil ich einfach ein Kuli-Mensch war. Der professionelle Ausdruck. Prozentrechnen, Prozentrechnen. Der professionelle Division. Ausdruck dafür. Multiplizieren, addieren, subtrahieren. Ja! Dass Pietro auch noch diese Frage dann gewinnt, Alter, ist so weird. Ja!
Ist er. Ist er wirklich. Und ich will studieren gehen. Ein anderes Wort für Show. Bühne! Show? Show? Was? Show? Was? Entertainment! Veranstaltung, Aufzeichnung, Veranstaltung. Eine Show, du gehst immer zu deinem Show, machst Show. Einen Auftritt! Ja! Ja! Oh, Pietros Rückkehr! 2 zu 8, Alter, oh mein Gott. Leute, das war's mit einem Abend für gegen Pietro. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Freunde, lasst jetzt bei meinem Video einen Daumen nach oben da. Wer es nicht macht, ist einfach ein Ehrenloser. Ich sag's, wie es ist. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kurz noch lernen, was ein Abonnement da lassen. Hab ich da gerade was versprochen? Wir sehen uns mit Pietro im dritten und letzten Teil wieder. Wenn es wieder heißt. Entschuldigung, Simon. Glaubst du, nimmt es dir übel? Ich glaube, der wird sehr sauer sein, Alter. Ich glaube auch, Leute. Antika, was ist das? Kommt noch was? Entweder mein IQ ist so weit gesunken, dass ich... Das... Oh nein! Oh Mann, Leute! Ey, sagt ehrlich, Pietro ist schon süß manchmal. Wenn er so nicht weiter weiß mit seinem Kopf, er ist schon süß, oder? Seid ehrlich, Leute. Ey, Freunde, das war's an dieser Stelle mit dem Video, ja? Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall da noch oben da, wie gesagt. 1 im Chat für eklige Datteln, 2, wenn Datteln geil sind. Enttäuscht mich nicht, ey. Leute, Real Talk, enttäuscht mich nicht. Enttäuscht mich nicht. Und schreibt rein, ob ihr auch Kuli-Mensch wart. Weil ich bin ein sehr kulinarischer Mensch. Leute, wir sehen uns. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.